Jo Leute, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahme von Kaizo Mario. Klingt schon mal gut an. Ja, komm schon. Naja, das wird wohl die letzte Aufnahme sein. Warum? Werde ich euch noch... Ah, war scheiße. Weil ich die Star Wars wahrscheinlich nicht machen werde, weil mir die schon dann doch zu wieder ist. Komm schon. Warte mal kurz. Na, ja, die Star Wars werde ich wahrscheinlich nicht machen. Komm schon, das habe ich beim Üben vorhin super hingekriegt. Naja, wie gesagt, ich werde die Star Wars wahrscheinlich nicht machen, weil die mir dann doch ein bisschen zu wieder ist. Und dann würde das Projekt nur noch länger gehen. Das möchte ich ja nun auch nicht. Ja! Wie habe ich das vorhin gemacht? Warte, wie habe ich das vorhin gemacht? Ich habe natürlich vorher noch ein bisschen geübt, bevor ich hier an die ganze Sache rangegangen bin. Na, komm schon. Komm schon. Ah, der war scheiße. Komm schon. Nein, jetzt war ich drüben. Ich würde die Aufnahme nicht zu kurz. Weil dann habe ich nämlich ein Problem, weil ich kann keine 2 Minuten hochladen. Dann werde ich natürlich noch ein paar von der Star Wars machen, wenn das natürlich zu kurz wird. Na, Mann. Ah, du Arsch. Mario, ich glaube, ich werde nach diesem Part Mario hassen. Oder nach diesem... Oder ich hasse ihn ja jetzt schon. Ich glaube, ich muss wohl das ausstellen, dass der Hintergrund sich immer ändert, wenn ich aufnehme, weil ich merke, jedes Mal, wenn der Hintergrund sich ändert, fängt an zu laggen. Jetzt so. Leute, kurze Verschnaufpause. Jetzt haben wir nur noch den Endfight vor uns. Dann ist Projekt Nummer 4 zu Ende. Projekt Nummer 4. Sailor Moon ist zu Ende. Zelda ist zu Ende. Kaizo ist dann zu Ende. Und Super Mario Bros. 1 ist dann zu Ende. So, warte mal, bis der hier irgendwie da. Oh, Arschloch. Nee. Gut. Arschloch. Arschkim. Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, getroffen. Egal, das lassen wir jetzt so wieder auf, wie es ist. Phase Nummer 2 ist eigentlich mit die einfachste Phase, finde ich. Und wir haben immer noch unseren Pilz. Das ist super. Beziehungsweise unserem Checkpoint erhalten ist. 2 Pilze in Kaizo Mario sind mehr als man überhaupt kriegen könnte. Man sollte damit zufrieden sein. Save nochmal. Jetzt warten, dann warte ich hier lieber. Jetzt kommt noch eine Kugel, das weiß ich. Weil vorhin im Testrun hat er noch eine zweite abgefeuert. Im Testrun hat er vorhin auch noch eine zweite abgefeuert. Save. Jetzt müsste er mit seinem Viech dann kommen. Save. Ey. Ich will die schon
Nee, so, das war natürlich nicht Geldner. Komm schon. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh Mann, jetzt hatte ich ihn getroffen. Jetzt habe ich die... diesen Scheiß... das Scheiß Vieh. Na, was mache ich denn? Jetzt habe ich geladen, statt... gesaved. Nee, komm schon. Ja, ja, zweimal getroffen. Leute, Phase Numero 3. Phase Numero 3. Und somit die schlimmste Phase, finde ich. Komm schon. Mann. Also ich weiß auch nicht mehr, wo er ungefähr landet. Nein, der soll ihn natürlich nicht treffen. Der soll die nicht plätten. Komm schon. Mein kleiner Freund. Ich kann eigentlich... nein. Nein. Komm schon. Sind 7 Minuten momentan. Nein. Ja, jetzt lasse ich mich von dem Scheiß treffen. Ist mir auch egal. Nein, jetzt habe ich den Pilz nicht getroffen. Komm schon. Egal, komm. Wo ist denn der? Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn nach 8 Minuten erledigt. Ich hab das Spiel nach 8 Minuten beendet. Also, nee, ja, nach 8 Minuten, sondern ich habe den letzten Teil des Projektes nach knapp 9 Minuten beendet. Mario's Adventures over. Mario the Princess Yoshi and his friends are going to take a vacation. Vacation. Gott. Feuerwerk! Das hätte ich mal an Silvester machen beenden müssen. Da hätte es besser passen gepasst. Hoffe, ich habe nämlich gut gehört, weil mein Mikro war nicht nah genug am Mund. Naja, wisst ihr, was wir da schon aufgenommen haben? Man kann es ja höher drehen, man kann es ja lauter drehen. Gucken wir mal, welche Leute dieses Spiel entwickelt haben. Das habe ich mir selber auch gemacht. Ja, wie gesagt, ich werde die Star Wars im offiziellen Let's Play nicht machen. Ich werde
Was werde ich, ne? Die Star World werde ich in ein paar Special Parts raushauen, wenn ich mal Bock habe wieder auf Kaizo Mario 1. Jetzt kommt das Spiel, wovor ich mächtig Angst habe, also nicht jetzt direkt, sondern danach. Also jetzt nach Abschluss dieses Projektes wird Kaizo Mario 2 Let's Played. Oder nicht Let's Played, sondern Let's Failed, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja als Leben so Champ Failed. Ich werde Kaizo Mario 2. Dann habe ich noch Search for the Eight Shoes. Alles für diese Champ Failed Serie. Ist schon eine Kunst für sich. Hört euch die Musik an, das ist. Die ist so schön, die Musik. Problem bei der ganzen Sache. Sie erinnert mich immer an dieses Mario. Ich hasse dieses Mario. Ein roter Yoshi, ein blauer Yoshi, ein gelber Yoshi und ein grüner Yoshi und viele, viele, viele Yoshi-Eier. So viel haben wir gar nicht geholt. Naja, so egal. Oh, so viele kleine Baby-Yoshis. Oh, wiedersehen, thank you. Das sagt irgendwie Mario nach jedem Spiel, wenn wir es durchgespielt haben. Thank you. So, Wiggler, Bob Oms, Spinny, Paraum, bla bla bla, die ganzen Spiele. Oh, Fishing, Lakito, gehen wir nicht mit denen hier auf den Sack. Beziehungsweise die Geistvariante davon. Ne? Amazing Flying Hammer Brother, Super Cooper, Jumping Piranha Plants, oh, diese ganzen Monster. Chuck. Running Chuck. Sumo Brother, Mounty Mole, Pokey, Bullet Bill. Oh Gott, wenn ich die alle sehe, dann kommt mir das Grauen. Die Viecher sind alle. Dank Kaizo Mario habe ich ein Trauma von diesen Viechern. Rex, Mega Mole, Banzai Bill. Oh Gott. Danke Kaizo Mario. Das ist meine Kindheit zerstört. Dino Rino, Dino Torch und Koopas. Spike Tops, Swoopers, Buzzy Beetle, Block. Und ich sehe Frauen im Bikini. Das zu der Jahreszeit. Blobs, Gott, Torpedo Ted und Rip One Fish, oh Gott. Iris, The Big Boo, Boo Buddies, Buddies, Boo Buddies und Fishing Boo. Fishing Boo war das. Das Drecks Pissstück Scheiße. Ja, ich könnte jetzt Vroom, Swim, Hothead, Drying Wars, Bugging, so viele Monster. Kann sich gar nicht, kann sich gar kein Mensch merken. Ne? Ich werde hier sicher selber ein Safe Set setzen. Haha, Grinner, Resnor, den gibt's in der Star Wars, deswegen werde ich diese Star Wars auch nicht machen, weil ich diesen Typen bis aufs Blut hasse in der Star Wars. War das glaube ich in der Star Wars, oder? War das glaube ich. Ja, die unsichtbaren Mecha-Koopas, die... Gott, Junge, Junge, Junge. Und das Schlimme ist, in Kaizo Mario ist... Der normale, also Mario 2 ist der normale Bowser, wie wir ihn hier besiegt haben, ja, nicht der letzte Gegner. Was mich so schon mal besonders annervt. Danach geht es nämlich noch weiter, nachdem wir das Bowser-Schloss gemacht haben. Ende! Juhu! Damit ist das Projekt auch beendet. Und für die Star Wars habe ich natürlich hier noch einen Save State, da kann ich da auch jederzeit hingehen. Wie gesagt, dann ist dieses Projekt auch zu Ende. Man sieht sich vielleicht bei Kaizo Mario 1 in der Star World nochmal. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Tschüss.